Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen auf Fidos TV. Es ist wieder soweit, eine weitere Episode unseres Let's Play-Formates. Let's Play Together the Forest. Natürlich wie immer mit dabei der Kodiak. LOL! Moin! Er probiert den neuen Bogen aus. Wir haben heute vor, mal in den nördlichen Bereich der Karte zu marschieren und uns mal ein bisschen in diesem schneebedeckten Gebiet in den Bergen umzuschauen. Wir wollen uns unter anderem noch einen Wärmeanzug craften. Und sind entsprechend auf der Jagd nach Ebern und Hirschen. Ja, wir hoffen mal, dass wir den ganzen Trip überleben werden, weil es ist natürlich relativ kalt hier oben und eigentlich sollte man, denke ich mal, den Wärmeanzug haben, bevor man hierher kommt. Aber wir machen das ja immer gerne ein bisschen anders und dementsprechend sind wir erst hier, bevor wir uns den Wärmeanzug machen. Lecker Pilze. Oh, die waren giftig. Oh, hier ist ein Schneehase. Ey, bleib stehen! Bleib stehen! Du Wieso kann Lutscher! ich. Man konnte doch noch den. Ah, jetzt. Mal kurz was essen. Ich habe sehr Wow. viel Hunger. Ja, also mir ist jetzt auch schon relativ kalt. Oh, ich habe einen Echt? Schneehasen erlegt. Ja, ich kriege jetzt schon hier diese Frostanzeige. Aber man kann jetzt auch, glaube ich, hier diese. Ich habe mir Schneeschuhe gebastelt. Ja, gut, ist ja die Frage. Hier muss irgendwo ein Item-Dings da rum sein. Oh, hier sind Gegner. Nee, Floschi, wir frieren uns den Arsch ab. Ich bin jetzt schon eingefroren. Ja. Da müssen wir weiter nach Süden. Da müssen wir erst diese komischen Eber erlegen und Ah. dann. Wieder herkommen, wenn wir den Wärmeanzug haben. Hab meine coolen Schneeschuhe an. Soll doch eigentlich halten. Mann. Das soll halten. Meine coolen Schneeschuhe. Ja, aber was haben die für einen Zweck? Also hier unten, glaube ich, haben die noch gar keinen Effekt. Erst wenn du ein Stückchen weiter nach Norden gehst, wahrscheinlich, wenn du jetzt wirklich in den Schnee reinkommst. Kann ich mir vorstellen. Leute, sofort ist der Frost weg. Ja? Wattenblitze. Ja. Mit Betreten der grünen Zone, Ja. alles okay. Ja, dann müssen wir hier irgendwie, müssen irgendwo hier die Eber sein. Ja, hier oben, die müssen ja immer im nördlichen Bereich in den Wäldern, also sie müssen hier eigentlich immer rumkreuchen und fleuchen. Dann müssten wir die jetzt einfach nur mal suchen. Ich weiß eigentlich auch noch nicht so ganz genau, oh, da ist wieder Ich kann nicht an dieser Schildkröte vorbeigehen, ohne da einen auf den Deckel zu geben. Newton. Tut mir leid. Ich muss. Tut mir Oh, guck leid. mal, die zerstören auch unsere Barrikade. Ja, Die was? zerstören auch Wo? unser Fenster. Die Mutanten. Ups. Ich muss mal eben kurz gucken, wo man hinschießt. Also da ziehe ich hin. Ach, hier sind wir. Boah, ganzes Stück höher, ey, krass. Krass, krass, krass. Ja, der Bogen hat leider keine so schöne Hilfe mehr. Keine so schöne Zielhilfe mehr wie der erste Bogen. Meine Armbrust hat irgendwie keinen Bock mehr. Nein, ab in den Arm. Ey, jetzt bleibt da stehen. Ey, ey, ey. Junge, chill mal deine Base, gib mir meinen Pfeil zurück. Kopfschuss. Enemy down. Mir die Pfeile. Ja, wo sollen jetzt hier die dummen Ich kann es dir nicht sagen. Eber Also ich sein? weiß nur, dass die im nördlichen Bereich der Karte sind und wir sind jetzt auf jeden Fall im nördlichen Bereich. Ich würde sagen, wir kreuchen hier einfach mal an der Schneegrenze rum und schauen mal, wo diese kleinen Eberleins sich so aufhalten. Und dann werden die geschlachtet. Und dann wird sich ein Wärmeanzug gemacht. Und Und dann und dann geht's dann in den und dann Schnee. und dann und dann und dann und dann und dann Also hier sehe ich jetzt gerade nix. und dann. Nein, nein, nein. Keine Ebers in Sicht. Oh, hier ist schon wieder Schnee. Ja. Schnee, Schnee, Schnee. Was haben wir denn da? Leuchtet da irgendwas? Nee. Nee. Mit dir leuchtet irgendwas. Tja, Wo seid ihr, ihr kleinen Viechers? Oder großen Viechers? Ja gut, Jetzt. letzten Endes, wir müssen jetzt rumlaufen und gucken, dass wir die Viecher finden. Mehr können wir jetzt aktuell erstmal nicht machen. Vielleicht sehen wir noch ein paar Mutanten, die wir unterwegs schnetzeln können. Maybe. Maybe, Baby. Ansonsten mal die Frage an unsere aufmerksamen Zuschauer, alias Sheriff und so weiter und so fort. Wir sind momentan ein bisschen am Überlegen, was man hier jetzt in diesem Spiel überhaupt noch machen kann. So ein Stück weit fehlt ja die Langzeitmotivation im Sinne eines Titels wie 7 Days to Die, wo du für alle 7 Tage halt die Base immer wieder verbessern musst und dann so ein riesiger Zombie-Angriff kommt. Falls das Spiel ein Begriff sein sollte. Hier ist einer. Desktop geswitcht. Machen wir den erstmal platt. Was? Ein Schuss? Oh! Da direkt hinten in den Schinken rein. Vielleicht sollten wir auch mitnehmen. Die laufen eigentlich immer im Rudel, habe ich mir lesen lassen. Zweimal Fleisch gesammelt. Bam.
Ja, genau. Es fehlt halt ein Stück weit die Langzeitmotivation, weil man hier zwar eine riesige Base bauen kann, theoretisch, man davon aber ja nicht so wirklich was hat, weil die Mutanten diese Base ja nicht direkt angreifen. Die greifen die ja eigentlich nur an, wenn man die jetzt direkt irgendwo in der Mutantenbasis zum Beispiel baut. Von daher sind wir halt am Überlegen, was man da überhaupt jetzt noch so auf den letzten Metern machen kann, weil wir sind ja eigentlich so vom Gear und von den Quests her relativ weit am Ende. Das Spiel ist ja eigentlich bald ausgespielt. Ich finde, wir könnten das hier bauen. Schau mal. Wie wäre es denn, wenn wir das genau hier hinbauen? Wie viel Holz braucht das denn? Ich habe 103. Nee, ich sag nein. Nee, 82 zeigt er mir an. Ja, aber das ist ja das Problem an dem Spiel. Also da sehe ich ein Problem. Du kannst es bauen, aber es bringt dich halt nicht weiter. Also du hast dadurch keinen Effekt oder Ein sowas. Eichhörnchen. Eichhörnchen. Kannst du auch jagen, brauchen wir auch. Ich bin zu dumm. Ja gut, der Bogen ist halt ein bisschen schwieriger zu bedienen als der Holzbogen. Oh, hier ist ein Reh. Und tschüss. Hä, was? Du hast überlebt? Da hab ich's. Jetzt bist du aber da. Okay, das lässt aber anscheinend nur Fleisch fallen und kein Fell. Das Schwein. Nee, es war ein Eichhörnchen. Das Eichhörnchen. Jetzt mittlerweile auf der Map angekommen. Wir müssten jetzt eigentlich auch bald an der See ankommen, wenn ich das richtig interpretiere auf der Map. Okay. Und aktuell keine Schweinchens. No more Schweins. Ja. Also, das ist halt momentan das Problem, das wir haben. Also, das Spiel ist halt super lustig und so. Und es ist halt auch cool, hier einfach mal so ein Storyline-Spiel durchzuknallen, aber wenn man halt die Story erledigt hat, dann gibt es halt relativ wenig Mehrspielwert irgendwie. Oder wie man das nennt. Bin mir gar nicht ganz sicher. So, hier ist auch nichts. Die Schweinchen sind auf jeden Fall rar gesät, muss man sagen. Gibt es jetzt nicht ganz so viele von. Ne, ich hab noch, also das eine habe ich gesehen. Boah, wie viel man auch für diesen Wärmeanzug braucht, ne? Ja. Sechsmal Hirsch, viermal Eber oder Schwein. Viermal, da müssen wir acht fucking Schweine jagen. Und vor allem brauchst du dann auch irgendwie, glaube ich, noch Ah, ich einen hab hier wieder Stinktier oder eins. so. Ja. Boah, fuck you, bitch. Woohoo. Werde ich angegriffen? Oh, der wollte mich gerade angreifen, hat einen Schuss bekommen. Puh. Aber war knapp, du. Ho. Ja, fast in die Hose gepipi. Die sollen eigentlich immer als Rudel rumlaufen. Ich verstehe jetzt gar nicht, warum die hier immer diese Last Man Standing Scheiße machen. War ein bisschen nervig. Also es gibt auf jeden Fall noch ein paar Gegner, die wir noch nicht gesehen haben. Alter, ich zieh dem Reh jetzt hier den vierten Pfeil bereits in den Körper. Steht denn? Steht es nicht? Ah, jetzt. Waren doch nur zwei. Ich war daneben geschossen. Ja, irgendwie. Also hier oben ist mal gar nichts los, ne? Was Nee. so Mutanten angeht. Mutanten-Einheimische. Dem wird das auch zu kalt sein. Sind ja auch weich. Ah ja, das sieht man doch immer, wenn wir gegen ihn kämpfen. Ah, da rede ich gerade davon, dann kommt einer hier. What? Was ist los? Ich glaube, hier ist ein Dicker irgendwo. Ja, ich komme zu dir. Oh ja. Was für ein Dicker. Das ist ein Nashorn-Ding. Hahaha, mach ich fertig. Hilfe! Du bist aber ein ganzes Stück entfernt. Also, wenn du den Kampf nicht alleine machen willst, musst du den ein bisschen kiten. Ja, ich komme gerade in deine Richtung. Ja. Sind nämlich unter anderem noch ein paar andere dabei. Ja! Der Kampf im Schnee. Ich höre dich schon. Ich höre dich schon weinen. Zack, in den Genau. Korb. Wo ist denn So, der das Dicke war Nashorn? hier vorne irgendwo. Ah, ich höre ihn schon. Ja, da Ah, kommt da er auf ist dich er. zu. Ah, das ist auch noch so ein Army. Puff.
Jo! Ach, so werden Bäume gefällt. Hast du gesehen? Das ist die schnelle Variante, ja. Der hatte eine... Aber hattest du nicht gesagt, hier ist irgendwo ein Nashorn? Ich dachte, das wäre eins. Ah, okay. War das jetzt so ein Mix aus der... Sieht aber auch echt komisch aus. Was meinst du? Diese Gestalt. Oh, wie viele Schweinchen hast du jetzt mittlerweile eigentlich schon? Das ist jetzt mein drittes gleich. So, jetzt bin ich mal dran. Hast du die Haut bekommen? Musst du. Ja, Windschweine, ja. Ich habe die zwar im gleichen Moment gelootet und ich hatte sie auch in der Hand, aber es hat anscheinend nicht gezählt. Jetzt könnte man das Spiel austricksen. Ja gut, jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass die hier oben rumrennen, aber sie sind halt sehr spärlich. Normalerweise sollen die auch immer in der Rotte rumrennen, aber irgendwie halten die anscheinend nicht so viel von Geselligkeit. Ja. Auf jeden Fall schon mal ein Zelt. Auf hier. Ich geh jetzt mal runter zum Wasser. Ob da vielleicht irgendwo irgendwelche Viechers rumrennen. Oh, vorsichtig. Vorsicht! Du bist nicht runtergesprungen, oder? Doch, ich bin runtergesprungen. Ich wollte ja auch runterspringen, ich wollte nur nicht so schnell runterspringen. Das war dann etwas überraschend plötzlich. Ich will mal gucken, ob hier unten vielleicht irgendwo was ist. So eine komische Skulptur. Aber da hängt schon mal ein Eber-Schädel dran. Das sieht schon mal sehr gut aus. Da ist noch ein Päckchen am Strand. Aber erstmal Bein gebrochen. Hier sind nämlich die Platinen drin in den kleinen Päckchen am Strand. Ich hab hier oben jetzt habe ich leider schon Platinen zu voll. Was? Ich hab hier oben noch einen. Erlegt. Erledigt. Erledigt. Noch einer. Verstehe ich nicht, ich bin da gerade eben schon lang gelaufen, aber noch keine Eber. Ein bisschen doof. Alter, wie schnell ist das Vieh? Ja, die rennen, die geben Kette auf jeden Fall, ja. Zack. Was ist mein Pfeil da? Bitte das Tier und jetzt kommt neues Tier entdeckt. Schon der vierte, den ich töte. Wie kann ich das jetzt erst entdeckt haben? Ah, okay. Du warst dir vorher nicht sicher, ob das ein Waschbär ist oder ein Wildschwein. Ah, verstehe. Wo hast du eigentlich den Waschbären gejagt? Der war direkt bei uns an der Base, ein Stück weiter nördlich. Der lief da durch die Bäume. Okay. Wie viele Fälle brauchen wir davon? Vom Waschbär 1 und von den Ebern waren es, glaube ich, 6. Okay. Gerade hattest du noch 4 gesagt. Oder dann waren es vielleicht waren es dann 4. Ach, dann war 4, ja, richtig. 4 und 6 von den Rehen. 6-mal Rehfell. Okay, wie weit bin ich jetzt schon wieder am Süden? Ich glaube, ich bin jetzt schon wieder zu weit. Wo bin ich denn überhaupt? Noch auf der Karte? Ne, anscheinend nicht. Aber zumindest werde ich gerade nicht mehr angezeigt. Hä? Ah, da, okay. Ja, ich renne jetzt quasi absolut am Maprand entlang gerade. Richtung Süden. Ich war da, wo der Daumen auf der Karte ist. Deswegen konnte ich mich nicht sehen. Ah, ja. Wenn ich jetzt so. Hier nochmal schauen, ob hier vielleicht noch irgendwo was ist. Und die Rehe. Oh, hier wird's wieder ein bisschen kalt. Deinen. Da ist ein Reh. Komm zu Papa, kleines Reh. Ey, jetzt bleib doch mal stehen. Oh, wieso denn rennen? Das bringt doch nichts. Schiff's doch sowieso. Schuss in den Arsch. Was? Der war doch im Kopf, der Schuss. Noch ein Schuss in den Arsch. Zwei Schuss in den Arsch, gleich totes Reh. Gut, da habe ich wieder ein Reh erlegt. Jetzt brauche ich noch ein paar Wildschweinchen. In the ass. Oh, ich habe ein Reh getötet und ein neues Tier entdeckt. Cool. Kann doch nicht sein. Tja, da warst du dir wohl die ersten Rehe auch nicht ganz sicher, ob das jetzt ein Reh ist oder nicht. Muss ich mal kurz nachgucken. Was haben wir denn da? Da krabbelt doch irgendwas über den Boden, da ist ein Hase. Tja. Lora. Wow. Jo, was geht bei dir ab? Was hast du denn? Typen. Zack.
Tja, also hier auf unserer jetzigen Höhe sind anscheinend keine Wildschweine mehr am Start. Dafür sind hier Mutanten. Ja, ist hier, ist hier. Alter, wie viel überlebst du? Ich glaube, dann gehe ich wieder ein Stück nach Norden. Alter, was ist mit ihm jetzt passiert? Wieso, was hat er denn? Der hat einen Pfeil in den Kopf bekommen, beziehungsweise zwei oder drei schon, und ist dann umgekippt, aber dann auf dem Boden noch so komisch. Komische Bewegung hat er da gemacht. Ich weiß nicht, wie man das. Breakdance. Ja, genau. So, ein paar frische Beeren gefuttert und dann geht's wieder auf Wildschweinjagd. Aber irgendwie. Viele Sachen, die ich jetzt hier schon habe. So. Ich glaube, ich fange nochmal an, hier Leute zu verbrennen. Also, ich bin relativ voll. Ich habe eigentlich nur noch. Also, ich habe jetzt noch einen Slot frei für Rüstung. Und vor meiner kompletten Rüstung sind noch nur zwei Knochen. Also, eigentlich stehe ich recht gut da, was Rüstung angeht. Ja. Bin quasi schon zwei, fast vollwertig im Stand. Hier ist das ja auch ein Achievement. Da gehe ich auch mal ganz schwer von aus. Vielleicht greifen die dich dann auch nicht mehr an, weil sie. Wow, hier geht's aber tief runter. Hm. So. Kann ich den hier nochmal drauflegen? Da rennt man hier stundenlang durch die Gegend und findet einfach keine Wildschweine! Jetzt kommt der Sheriff wahrscheinlich wieder. Mann, Leute, so dumm, ey. Ihr müsst doch nur da hingehen. Da sind ganze Rotten von Wildschweinen unterwegs. Alles klar. Das ist immer das Schöne mit Tipps, die man in den Videos bekommt. Man, die bringen einem nicht mehr so ganz viel. Ja. Jetzt mein Feuer da. Jetzt wird es auch langsam wieder dunkel. Dann ist die Jagd auch gleich beendet. Ja. Ich komme jetzt auch mal. Von, ich sehe nichts mehr. Und ich sehe nicht mehr, ich kann nicht mehr. Komm jetzt auch mal, sollen wir uns mal wieder hier vereinen? Also. Ja. Treffen meine ich. Ja, schon klar. Das andere wäre auch ekelhaft gewesen. Also, ich würde ganz gerne das Tageslicht nochmal kurz ausnutzen, um nochmal vielleicht ein Wildschwein zumindest zu jagen. Ja. Wie kommt man denn jetzt hier wieder hoch? Ich bin so ein krasser Echsenhunter, ey. Ja, gut, ich habe das ganze Inventory voller Fleisch. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht. Ich habe das gerade gegrillt und gegessen. Oh, ja, natürlich ist dann auch eine Maßnahme, ne? Mhm. Muss man nicht so viel Schokolade essen. Dann wird man nicht so dick. Ich kenne mich damit aus. Ich denke mal, das Wildschwein wird auch relativ dick machen. Nein, nein, nein. Ich treffe diesen scheiß Vogel nicht. Ich bin so ein krasser Aimer. Ich treffe diesen scheiß Vogel nicht. Ja, ich sag ja auch. Proton. Die Tiere. Oh, da ist einer, da ist einer, da ist doch einer. Oh ja. Wow. Ist der an mir vorbeigerannt? Haha. Oh, ich hab einen. So. Noch ein. Erster Schuss down. Wo bist du? Wo bist du? Da. Kannst das Fleisch noch mitnehmen. Ja, Meister. Also ich habe jetzt drei Felle zusammen. Ich habe jetzt. Wenn sich hier jetzt noch ein Schwein zeigt, dann bin ich vollständig. Ich habe vier, aber nur drei Rehe. Aber oder haben wir noch Rehe? Ach, ja, Rehe müssten wir noch im Lager haben. Ich brauche aber jetzt auch noch ein Schweinchen. Hier ist mir zu kalt, du. Ja, ist mir auch ein bisschen zu kalt. Aber hier tummeln sich nur mal die Schweinchen rum. Put, Schweinchen. Geh mal nochmal in eine andere Richtung, dass wir uns nochmal aufteilen hier. Vielleicht kriegen wir dann noch ein kleines Schweinchen. Ja, es wird jetzt so langsam dunkel. Ja, ja. Aber wir sind ja relativ nah an der Base, das ist ja unproblematisch. Cooler Grafik. Wieso? Der Sonnenuntergang. Ja komm, das Spiel kann ja auch nicht ganz ausgereift sein, du. Das funktioniert ja auch. Wäre auch langweilig, wenn man sowas spielt. Geh ins Licht. Das ist so geil, wenn du die Zone wechselst, dann bist du echt instant wieder gewärmt.
Ist doch realistisch. Auf jeden Fall, ja. Du leidest gerade an der Unterkühlung deines Lebens, gehst in die Sonne, bam, ready. Es schneit, es schneit, es schneit, kommt alle aus dem. Na, jetzt wird's hier langsam zu dunkel. Tja. Das war's dann wohl mit der Wildschweinjagd für heute. Was ist mit ihm? Hier läuft echt ein komischer Typ vor mir. Mutant hey, oder was? Ja. Der rennt wahrscheinlich gerade einfach nur runter, um sich aufzuwärmen. Ja, der ist da richtig komisch lang geschlichen. Ist da weg. Hä? Er sagt jetzt seinen Kollegen Bescheid. Schneehasi bleibt stehen. Zwei Schneehasis. Ich auch noch einen. Aber leider nicht das, was wir brauchen! Der andere hin. Verdammtes Scheißspiel. Nee, ich laufe mal langsam wieder Richtung Base. Es wird jetzt doch zu dunkel, als dass man noch großartig was sehen kann. Von daher denke ich mal, ist der Jagdtrip fürs erste beendet. Oh, jetzt wird es aber auch richtig kalt bei mir. Oh, ist nachts, ne? Ja, ja. Nachts ist kälter als draußen. Draußen, richtig. Und bergauf ist schneller als mit dem Fahrrad. Das sowieso, das kennt man ja. Ich muss mir mal kurz ein Feuerchen machen, sonst. Eine bekannte Daumenregel. Papier ich hier. No risk, no fun. Der einzige Vorteil, den der Schnee bietet, ist tatsächlich der, dass du hier auch nachts noch relativ viel siehst. Also rein theoretisch, wenn jetzt hier irgendwo ein Schweinchen wäre, ich könnte es noch relativ gut erlegen. Verstecken sich aber, glaube ich, auch so ein bisschen die kleinen Viechers. Ist hier ein Baum am Knarzen? Scary, scary. Ah, dieses dumme Reh, ey. Scary, scary? Hallo, Schweinchen? Hallo, Schweinchen? So, ein Reh. Ich schon mal. Ja, lecker Reh. Oh, das wäre fast mein Tod gewesen. Nein, ich bin voll. Wow! Aua. Los, Bobby, lauf, lauf! Noch eine Klippe? Wieso sind hier denn so viele verkackte Klippen, ey? Was ist das hier für eine komische geografische. Was ist denn das da unten? Ach, das ist mein Schatten. So, ich würde sagen, da der Jagdaustrip vorbei ist. Austrip? Jagd aus, habe ich Austrip gesagt? Ja, du hast Austrip gesagt. Ausflug wollte ich, glaube ich, sagen. Da der Jagdausflug. Ja, den berühmten Jagdaustrip. Unser Jagdaustripflug vorbei ist und es dunkel ist und wir sowieso nichts mehr sehen, die Zeit abgelaufen ist, würde ich sagen, beenden wir diese Folge jetzt hiermit. Ich danke euch oder wir danken euch fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne einen kostenlosen Abo da. Wir versuchen in der nächsten Folge mal den Wärmeanzug fertigzustellen und uns dann natürlich mal in den Norden zu begeben. Ich würde sagen, bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.